Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 58, Aktuelle Stunde, Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Klimawandel wirksam bekämpfen, 2028-19. Beginnt die Frau Kollegin Feldmayer. Martina, bitte. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Corona beschäftigt uns alle intensiv, auch hier im Hessischen Landtag. Ich finde, das ist ausdrücklich richtig so. Aber dadurch ist ein anderes wichtiges Thema aus dem Fokus geraten. Das ist die Klimakrise. Die Klimakrise ist aber nicht verschwunden. Und deshalb wollen wir in der Aktuellen Stunde darauf aufmerksam machen, dass wir uns in unseren Anstrengungen zur Bekämpfung der Klimakrise nicht nachlassen dürfen. Im Gegenteil. Wir müssen uns mehr anstrengen, denn die Klimakrise ist die größte Herausforderung des 21. Jahrhunderts. 2019 war in Europa das wärmste Jahr seit Beginn der Messungen 1880. Und die Landwirtinnen und Waldbesitzerinnen in Hessen, sie waren auch jetzt schon vor der nächsten Dürrekatastrophe. Wir spüren auch in Hessen die Folgen der Klimakrise. Wir haben darüber diskutiert in den letzten zwei Jahren. Die Trockenheit hat der Landwirtschaft zugesetzt, und die Landwirtinnen sind in Existenznot geraten. Und die Waldschäden der letzten beiden Dürresommer sind so massiv, wir sehen es überall, wenn wir im Wald spazieren gehen, dass wir in Hessen in den nächsten Jahren 100 Millionen Bäume nachpflanzen müssen. Keine neuen Bäume, keine Neubewaldung, sondern die Flächen, die jetzt kahl sind, müssen nachgepflanzt werden. Es werden 200 Millionen € für die Beseitigung der Schäden sowie die Wiederbewaldung in Hessen in den nächsten Jahren investiert werden. Nicht nur im ländlichen Raum, sondern auch in den Kommunen spüren wir die Folgen der Klimakrise, gerade in den heißen Sommern in den großen Städten. Dort haben wir negative Auswirkungen bei den Hitzerekorden mit den tropischen Nächten. Tropische Nächte hört sich erst einmal ganz toll an, ist aber nichts Tolles, weil es ist ganz schlimm, wenn nachts keine Abkühlung herrscht, also nicht nur für diejenigen, die unter dem Dachboden wohnen, sondern gerade für Kranke, für ältere Menschen ist das ein großes Problem, das wir haben infolge der Klimakrise. Das trifft also Kranke und ältere Menschen besonders. Aber auch ein anderes Problem der Folgen der Klimakrise sind die Starkregenereignisse, die zu überfluteten Straßen, vollgelaufenen Kellern oder schlimmeren führen. Hier in Wiesbaden haben wir es 2018 erlebt, 2016 erlebt, in Kirchhain 2018, was diese Starkregenereignisse alles auslösen können. In drei Stunden sind 150 Liter auf einem Quadratmeter runtergekommen in Kirchhain. Also das ist ein großes Problem, was wir da haben. Das hat zugenommen, und durch den Klimawandel werden wir in Zukunft eben vermehrt diese Extremwetterereignisse haben. Dass von der Seite jetzt wieder die Leugnung des Klimawandels kommt, ist keine Überraschung. Aber wir kümmern uns um dieses Thema, und ich bin froh, dass wir das Fachzentrum Klimawandel und Anpassung des Hessischen Landesamts für Umwelt für Naturschutz, Umwelt und Geologie Hallenuck haben, denn die nehmen sich dem Thema Projekt Klimawandel in der Praxis, kurz mit dem Projekt Klimprax, an. Da geht es nämlich um die kommunale Klimaanpassung, ein wichtiges Thema. Neben der Reduktion der Treibhausgasemissionen müssen wir uns leider auch in Hessen schon anpassen. Und deswegen bin ich ausdrücklich diesem Fachzentrum sehr, sehr dankbar, der Hallenuck dankbar, dass sie sich darum kümmert. Mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben Sie diese wichtigen Handlungsempfehlungen für die Kommunen erarbeitet. Es ist eine gute Unterstützung für die Kommunen, die wir da haben. Wir brauchen eine klimafeste Stadtentwicklung in der Zukunft. Ich glaube, das ist noch nicht überall angekommen. Wir müssen bei der Planung darauf schauen, dass nicht zu viel versiegelt wird, dass Kaltluftschneisen freigehalten werden, weil eben auch die Folgen der Klimakrisen die Menschen und ihre Gesundheit beeinflussen. Auch der Verband Kommunaler Unternehmen Hessen hat gestern darauf hingewiesen, dass wir klimarobustere Städte brauchen. Vielleicht haben Sie es heute gelesen.
Es geht darum, um das Thema Trinkwasser, aber auch um das Thema Abwasser. Und hier müssen wir uns verstärkt um dieses Thema kümmern, klimarobuste Städte. Und das Land Hessen unterstützt die hessischen Kommunen mit der Kommunalrichtlinie und Förderquoten bis zu 90% beim Thema Klimaschutz natürlich, Investitionen in Klimaschutz, aber auch bei dem Thema Klimaanpassung. Das ist gut und das ist richtig, dass das Land Hessen das tut und hier massiv die Kommunen unterstützt. Meine Damen und Herren, gegen die Klimakrise gibt es keinen Impfstoff. Für die Corona-Krise werden wir hoffentlich bald einen Impfstoff haben. Wir müssen also uns darum kümmern, dass wir beide Krisen, die Corona-Krise und die Klimakrise, bekämpfen. Wir wissen bei der Klimakrise, was hilft im Gegensatz zu der Corona-Krise schon jetzt. Das ist die Energiewende, das ist die Verkehrswende, das ist die Ernährungswende, raus aus der Kohle. Hier müssen wir weitermachen. Und da bin ich sehr froh, dass das Land Hessen in den nächsten Jahren 900 Millionen € investiert für Klimaschutz, weil das ist bitter nötig. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Frau Kollegin Wildmeier. Das Wort hat der Kollege Gagel, AfD-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Ich habe selten so einen Quatsch gehört wie eben gerade von Frau Feldmeier. Präventive Maßnahmen zu ergreifen, um die nämlich die Kommunen bei der Vorbeugung durch Starkregen und der möglichen Folge urbaner Sturzfluten zu unterstützen, sowie besonders gefährdete Gebiete zu identifizieren, ist eine sinnvolle Vorgehensweise im Sinne der Daseinsvorsorge, wie es im Klimprax Starkregen auch zu finden ist. Klimprax Stadtklima, welches die temperaturbedingten Auswirkungen untersucht, mutet im Gegensatz zum Starkregenprojekt aber eher wie eine wissenschaftliche Selbstbeschäftigung an. Denn hier werden eigentlich nur Binsenweisheiten zu den Auswirkungen hoher Temperaturen modellhaft dargestellt. Ich darf zitieren: Der vorliegende Handlungsleitfaden unterstützt die Kommunen bei der Berücksichtigung temperaturbedingten Auswirkungen des Klimawandels in kommunalen Planungsprozessen, wobei ein besonderer Fokus auf der menschlichen Gesundheit liegt. Das, was dort alles gerechnet und modelliert wird, mag ja durchaus auch alles richtig und interessant sein. Jedoch welchen praktischen Nutzen bringt es uns? Können die Kommunen es wirklich schaffen, Kreislaufprobleme, Hitzeschocks, Herzinfarkten bei den Menschen zu vermeiden, indem sie wissen, dass beispielsweise in der Goldgasse in Wiesbaden eine besonders ausgeprägte Wärmeinsel und eine nächtliche Lüftungsschneise kaum vorhanden ist? Oder haben wir als Bürger hier nicht eine eigene Verantwortung dafür zu sorgen, für uns individuell unkomfortablen Temperatursituationen bestmöglich aus dem Weg zu gehen und präventiv zu begegnen? Wenn ich die Frau Feldmeier so höre mit ihren Argumenten, dann müssten die Menschen in Lissabon, Rom und Madrid und Athen schon längst alle tot sein. Das Stadtklimaprojekt im Rahmen von Klimprax bewerte ich daher eher als wissenschaftliche Selbstbeschäftigungstherapie mit einem zugegebenermaßen interessanten Sachverhalt. Jedoch ist der Nutzen für die Allgemeinheit aus meiner Sicht doch eher begrenzt und damit verzichtbar. Meine Damen und Herren, ich bin der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen außerordentlich dankbar, dass Sie den Titel zur Aktuellen Stunde genauso gewählt haben, nämlich Klimawandel wirksam bekämpfen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Sie wollen den Klimawandel wirksam bekämpfen mit Klimprax. Und das zeigt mir, dass Sie als antragstellende Fraktion hier gar nicht verstanden haben, was es mit Klimprax wirklich auf sich hat. Das haben Sie nämlich gar nicht gelesen. Das lässt nämlich tief blicken, liebe Damen und Herren von den Grünen, in Ihre nicht vorhandene wissenschaftliche Kenntnis. Denn mittlerweile soll ja alles bei Ihnen, was mit Modellierung, Wetter und Klima zu tun hat, immer wieder mit dem Klimawandel in Zusammenhang gebracht werden. Meine Damen und Herren, um es noch einmal klarzustellen, Dürre- und Starkregenereignisse sind nicht bekämpfbar, wie es die GRÜNEN hier postulieren zu versuchen. Der Klimawandel ist nicht bekämpfbar. Wetter, Witterung und Klima, diese Begriffe werden gerade in den letzten Jahren immer mehr mit Klimawandel ideologisch verquickt. Aber wir müssen hier trennen.
Starkregenereignisse, Beispiel, sind Extremwetter zuzuordnen. Und Extremwetter ist nicht zwangsläufig ein Indikator für den Klimawandel, sondern eine natürliche Spielart des Wetters. Jetzt nehmen Sie einmal den Nordkorea-Schaum weg, Herr Frömmrich. Und ich zitiere hier aus einer Arbeit, die ich auf der Seite des HLNOG gefunden habe, eine Arbeit von Kreienkamp vom CEC Potsdam. Dort wird bezüglich des Parameters Niederschlag über 10 mm pro Tag beispielsweise festgestellt, die Trends sind daher noch nicht hoch belastbar, weisen aber unter dem Vorbehalt auf einen sommerlichen Rückgang der Extreme hin, auf der HLNOG-Seite zu finden, vom Ministerium. Das ist genau der Gegenbeweis von dem, was Sie hier ideologisch immer postulieren. Es gibt noch viele andere Arbeiten, die keine Zunahme von Extremwetter, in diesem Fall Starkregenereignisse, in den letzten Dekaden feststellen. Also es ist höchst fragwürdig, Starkregenereignisse in Zusammenhang mit dem Klimawandel zu bringen. Und hier komme ich genau zu dem wichtigen Punkt. Der grüne Klimawandelideologie will dem unbedarften Bürger jedes schlechte Wetter als eine Folge des Klimawandels verkaufen. Und das, liebe Kollegen der GRÜNEN, ist nichts anderes als ökosozialistische Propaganda. Kommen wir einmal zum Begriff Dürre im Text der antragstellenden Fraktion. Auch wenn ich mich wiederhole, aber auch eine Dürre können Sie nicht bekämpfen. Da man eine Dürre auch nicht retten kann und auch nicht verbieten kann, ja, sollten Sie einmal zusammen zur Kenntnis nehmen, dass wir uns lediglich bestmöglich anpassen können. Die beiden Dürresommer des Jahres 18 und 19 hier in Mitteleuropa verkauft unsere Ministerin Hinz und Sie ja sowieso immer wieder gerne in Zusammenhang mit dem Klimawandel. Aber sind die Dürresommer 18 und 19 Folgen des menschlichen Handelns? Frage ich Sie, die Frau Ministerin ist jetzt nicht da. Gesetzt den Fall, es gäbe eine Welt, in der der Mensch gar nicht vorhanden wäre. Wie wäre denn dann der Sommer 2018 und 2019 ausgefallen? Und ich gebe Ihnen hier auch die Antwort. Die Dürresommer 18 und 19, die hätten genauso stattgefunden. Genauso wie auch der verheerende Dürresommer des Jahres 1540. Da war nämlich noch kein anthropogener Einfluss zu spüren. Nehmen wir also zur Kenntnis, meine Damen und Herren, Starkregen und Sturzfluten, Herr Frömmrich, Nordkorea, schauen weg, dann klappt es besser. Starkregen und Sturzfluten, Starkwind, Dürre, Spätfrost, Extremhitze sind alles natürliche Spielarten des Wetters. Kollege Schanner, Kollege Gagel, Sie müssen zum Schluss. Einen Moment mal, Kollege Gagel, Sie müssen zum Schluss kommen. Fertig. Die GRÜNEN, darf ich weitersprechen, Herr Frömmrich? Ja? Die GRÜNEN. Herr Kollege Gagel, Sie müssen mich fragen, wenn Sie weitersprechen wollen, nicht den Kollegen im Haus. Sie haben jetzt noch kurz das Wort zu einer Schlussbemerkung. Ich darf noch drei Sätze sagen. Die GRÜNEN verkaufen es uns als Klimawandel verursacht durch den Menschen. Das ist reine Propaganda. Lassen wir uns also nicht blenden. Besseres Wetter oder gar besseres Klima werden wir auch nicht mit noch so vielen Milliarden Euro herstellen können. Halten wir fest, Klimaschutzmaßnahmen sind nutzlos und teuer, Klimaanpassungsmaßnahmen hingegen durchaus sinnvoll und zu einem Bruchteil der Kosten zu haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Gagel. Das Wort hat der Kollege Thorsten Felstehausen, Aktion DIE LINKE. Sehr verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Besser als das, was Herr Gagel hier gerade von sich gegeben hat, kann man sich nicht disqualifizieren. Herr Gagel, es bringt überhaupt gar nichts, wenn Sie einzelne Worte und einzelne Sätze aus dem Zusammenhang reißen und dann hier als Begründung Ihrer Verschwörungstheorie zum Besten geben. Herr Gagel, wissen Sie, ich hab noch darauf gewartet. Nun lassen Sie mich doch einmal ausreden. Ich habe Ihnen doch auch zugehört. Nun halten Sie mal ein bisschen die Luft an.
So, ich habe gerade noch darauf gewartet, dass von Ihnen noch kommt, schade, dass die Sonne nachts nicht scheint, tagsüber ist es ja sowieso hell. Das ist das Niveau, auf dem Sie hier diskutieren. So. Aber ich glaube, ich möchte gar nicht das tun, was Sie hier immer provozieren möchten, dass man sich an Ihren kruden Vorstellungen abarbeitet. Ich glaube, das ist genau der Punkt, auf den wir nicht eingehen sollten, sondern wir sollten zum Thema sprechen. Und die GRÜNEN haben eine Aktuelle Stunde beantragt zu dem Thema Klimawandel und Klimprax. Und dazu soll es jetzt auch gehen. Ich hatte mir gedacht, na ja, Klimawandel wirksam bekämpfen, jetzt kommt da tatsächlich was auf. Frau Feldmayer, Sie haben mir 5 Minuten erzählt, aber es kam mir ein Stückchen vor, als wenn die GRÜNEN feststellen, wir haben einen Wasserrohrbruch verglichen mit dem Klimawandel, aber anstelle den Haupthahn zu suchen, nämlich die Frage, was machen wir eigentlich ursächlich, klingeln Sie aufgeregt bei allen Nachbarn und erzählen, dass Sie neue Eimer und neue Lappen angeschafft haben. So bekämpft man nicht den Klimawandel, die Klimafolgen vielleicht, aber nicht das tatsächlich, was dem zugrunde liegt. Ich will ganz klar sagen, Klimprax ist ein gutes Projekt vom Hallnuck. Und ich glaube auch, dass es sehr, sehr wichtige und wirksame Hinweise gibt. Aber wenn wir uns um den Klimawandel kümmern wollen, dann müssen wir natürlich auch sagen, was schafft da eigentlich ursächlich Abhilfe. Und das sind eigentlich nur 2 Maßnahmen, und das wissen wir alle sehr, sehr gut. Das ist die Freisetzung von CO2-Gasen endlich auf Null zu bringen und die bereits emittierten Treibhausgase wieder zu binden, unter anderem durch Baumpflanzung und Ähnliches. Und das wissen natürlich auch die GRÜNEN, und das weiß auch die Hessische Landesregierung. Sie haben aber ein Problem damit, über ihre Erfolge im Klimaschutz zu berichten. Gebetsmühlenartig lobpreisen Sie Ihren integrierten Klimaschutzplan 2025 aus dem Jahr 2015. Und es gibt wohl keine Journalistin, die nicht weiß, dass dieser Plan 140 Maßnahmen hat und dass man selbstverständlich auf einem guten Weg sei. Wenn wir aber einmal wirklich nachfragen, wie viele Tonnen CO2 jede Maßnahme einspart, welche funktionieren und welche nicht und wie viel Geld für jede einzelne Maßnahme ausgegeben wird, dann erfährt man genau nichts. Seit 3 Jahren versuchen wir der Landesregierung, Antworten über ihre Erfolge und Misserfolge abzutrotzen. Die Antworten sind aber, wir haben keine Daten, wir können es nicht sagen, und evaluiert wird erst ab 2021. 5 Jahre läuft dieser Plan schon, und Sie können nichts Substanzielles sagen. Und in Anbetracht der Bedeutung des Klimaschutzes für uns alle ist das aus unserer Sicht unverantwortlich, es ist unsäglich, es ist ein Skandal, und es offenbart die riesige Unfähigkeit, ja, es offenbart das Eingeständnis Ihres Scheiterns. Wenn Sie aufmerksam die Presse von gestern verfolgt haben und in der Klimadebatte dabei sind, dann wissen Sie, der Sachverständigenrat für Umweltfragen hat letzte Woche dargelegt, dass Deutschland 2038 sein CO2-Budget aufgebraucht hat und bis dahin klimaneutral sein muss. Die Hessische Landesregierung operiert mit einem Plan für das 2-Grad-Ziel, nicht für das 1,5-Grad-Ziel. Und die Klimaneutralität soll aus Ihrer Sicht 2050 erst hergestellt werden. Das ist deutlich zu spät. Das wissen wir alle. Und es wird kaschiert damit, dass Sie jetzt berichten, welche Maßnahmen der Nachsorge Sie treffen. Dass sie notwendig sind, bezweifelt gar keiner. Aber was Sie an der Stelle verschweigen, ist Ihr Versagen im Bereich der Prävention. Da müssten Sie deutlich nachlegen. Das habe ich heute hier völlig vermisst. Es geht also nicht nur darum, beim Wasserrohrbruch sich darum zu kümmern, wie ich das Wasser wieder aufnehme, sondern endlich den Haupthahn abzustellen. Und das vermisse ich bis heute. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Felstehausen. Das Wort hat der Abg. Gernot Grumbach, SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist in der Tat so, die Überschrift dieses Antrags und der Inhalt passen irgendwie nicht zusammen. Die Frau Kollegin Feldmayer hat eine ganze Reihe von richtigen Sachen gesagt. Nur mit dieser Aktuellen Stunde hat das nichts zu tun. Die Frage ist, warum haben Sie sie
erwartet, eingerichtet oder beantragt, weil im Kern geht es in der Tat in der ganzen Frage Klimpax um Bewältigung. Es geht nicht um Bekämpfung des Klimawandels. Da ist Ihr Redebeitrag einfach an diesem Text vorbei. Herr Gagel wiederum hat es geschafft, ein bisschen eigenwillig die Rolle des Menschen seit der Aufklärung neu zu definieren. Wir haben seit der Aufklärung eine Sicht, dass der Mensch seine eigene Wirkungsweise beurteilen kann und dass er auch sich zum Handelnden in der Welt macht, statt Naturgeister und Religionen zu beschwören. Herr Gagel ist mit seiner Frage, das ist ja nur das Wetter, an der Punkt zur Naturreligion zurückzukehren. Und genau das ist im 21. Jahrhundert ein Standpunkt, der 300 Jahre veraltet ist. Und ich finde, wir sollten da auch nicht weiter darauf eingehen. Und selbst wenn es um Details geht, um Kleinigkeiten, ich meine, es ist ja kein Zufall, dass in südeuropäischen Ländern Geschäfte mittags zu haben, die Leute zum Teil mittags nicht arbeiten. Das ist eine Form der Anpassung an eine Welt, in der man anders nicht existieren kann. Aber, und jetzt komme ich zu diesen Klimpax-Projekten zurück, die sind ja gut, weil sie einen Teil der Anpassungsmöglichkeiten, die wir hier noch haben, beschreiben. In dem Stadtbeispiel ist relativ deutlich, wenn Sie in Frankfurt den Rossmarkt für Stadtkenner und betrachten, dann wissen Sie, dass die Temperatur auf diesem Platz mit Abholzen des Grüns um 2 Grad gestiegen ist. Und ich finde schon, dass die Debatte um Mikroklima und das, was man für Menschen tun kann, sich in Städten aufhalten, Landbevölkerung interessiert das vielleicht nicht ganz so schrecklich, sich in Städten aufhalten, dass es ein vernünftiges Konzept ist, das man im Detail anschauen muss. So, bei der Frage Starkregen ist das Gleiche. Natürlich ist, wenn es Starkregenereignisse gibt, vernünftig, den Kommunen zu sagen, wie sie sich vorbereiten können. Dann allerdings kommen wir zu dem Punkt, wo die Landesregierung in Probleme gerät. Weil sie beschreibt nur den Teil, es passiert was und andere, nicht die Landesregierung selber, werden in die Lage versetzt, was zu tun. Was sie nicht sagt, ist, dass sie gescheitert ist mit der Frage einer Landespolitik, die die Abflüsse von Starkregen anders behandelt, als es früher ist. Das ist Bestandteil dieser Wasserrahmenrichtlinie, wenn man genau hinschaut, der Frage, wie man umgeht mit solchen Ereignissen und was man machen muss, um ihnen vorzubeugen. Nicht, dass irgendeine Kommune irgendwas anders macht, sondern dass auf der ganzen Fläche etwas anders gemacht wird. Die Frage ist Wasserbindung im Boden. Das fängt an mit der Frage des Ackerbaus, die Frage Dauerbegrünung statt Leerräumung des Ackers besteht mit der Frage des Waldbaus, weil bestimmte Formen von Waldbau eben das Wasser stärker halten. Es besteht mit der Frage Umgang mit Boden, Verdichtung des Bodens und ähnliches mehr. Eine grundlegende Geschichte, wo die Landesregierung mit vielen Erklärungen angetreten ist, aber in der Sache gescheitert ist. So, es geht mit einem Punkt, in dem wir in diesem Land seit Jahren streiten, die Frage, wie ist es mit den Retentionsräumen? Wie ist es mit den begradigten Flüssen, die das Wasser kurz schnell ableiten, aber an anderen Stellen dann dazu führen, dass das Wasser an ihren Endpunkten zu übersteigerten Zufluss kommt? Wie ist die Frage mit Bächen, Renaturierungen, die über längere Zeit das Wasser halten können, sodass diese Starkregenereignisse an den Stellen, an denen sie auftreten, vielleicht noch Probleme machen, dass sie aber an den Unterläufen der Flüsse begrenzt werden und die Hochwasserereignisse an Sulzbach, Nidda und anderen Bereichen begrenzt werden können. Das ist ein Punkt, da ist diese Landesregierung bisher nicht so weit gekommen, wie diese vielen Erklärungen vermuten lassen. Dritter Punkt. Und dann wird es noch einmal spannender, die Frage Abflussverzögerung. Die Frage, wie Flüsse ausgebaut werden, wie Wehre eingebaut werden und so weiter und so fort. Die Frage der Kanalisierung von Flüssen führt dazu, dass das Wasser relativ schnell an den Unterläufen landet. Es gibt sehr gute Gründe, das zu ändern. Mir geht es nicht darum, Schifffahrtswege und vernünftige Dinge in Abrede zu stellen. Aber an der Stelle gibt es seit 40 Jahren Debatten. Und mit Verlaub, diese Landesregierung ist seit 20 Jahren dafür verantwortlich. Und sie hat in der Frage Abflussentschleunigung einfach nichts auf die Reihe gekriegt.
So, deswegen insgesamt finde ich es völlig richtig, über Klimawandel zu reden. Dann sollten wir das aber auch tun mit einer Aktuellen Stunde, die sich mit den Problemen, die das Land beeinflussen kann, auseinandersetzt. Aber die Frage, über ein gutes Programm, das die Hessische Landesanstalt gemacht hat, zu reden, um davon abzulenken, dass die Landesregierung als Handelnde nicht in der Lage war, die Probleme in den Griff zu kriegen, ist einfach verfehlt. Vielen Dank, Kollege Grumbach. Das Wort hat die Frau Abg. Knell, FDP-Fraktion. Wiebke, bitte. Es ist schlecht, nach dir zu reden. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Anpassung an den Klimawandel ist zweifelsohne eine wichtige Sache. Es wird immer wärmer, es regnet seltener, dafür heftiger. Wir leugnen das nicht. Die Auswirkungen des Klimawandels spürt eigentlich jeder. Und weil wir den Klimawandel eben auch mit großen Bemühungen nicht werden stoppen können, ist es in der Tat sinnvoll, sich auch ein Stück weit dem Klimawandel anzupassen. Und wenn es um Anpassungen an neue Wetterlagen geht, dann ist es auch richtig, bei den Kommunen anzusetzen, weil die ja auch die direkten Auswirkungen zu spüren bekommen. Trotzdem hat es mich auch etwas gewundert, dass Sie gerade dieses Thema dann auch zur Aktuellen Stunde gemacht haben, weil innerstädtische Bereiche gegen Hitze zu schützen oder Kommunen bei der Vorbereitung auf Starkregenereignisse zu unterstützen, das sind sicherlich Themen, wo man handeln muss. Aber ob es angesichts der aktuellen Situation jetzt das wichtigste Thema ist, um es in einer Aktuellen Stunde zu behandeln, da bin ich mir nicht sicher. Und Frau Kollegin Feldmayer hat ja dann auch gar nicht wirklich viel über Klimprax gesprochen. Und ich finde es auch etwas verstörend, wenn man uns als Freie Demokraten vorwirft, dass wir über die wirtschaftliche Situation, die ja wirklich sehr angespannt ist in Hessen aktuell, dass wir das zu einer Aktuellen Stunde machen und gleichzeitig das dann so machen. Ich hätte lieber dann über Rebhühner gesprochen, aber dann hätten Sie natürlich auch als Grüne zugeben müssen, dass die von uns durchgesetzte Wiederaufhebung der Schonzeit bei den Waschbären für die Rebhühner sicherlich die beste Erleichterung ist. Aber gut, also der Verdacht liegt nahe, dass Sie dieses Thema zur Aktuellen Stunde gemacht haben, um eine Art Werbeblock zu veranstalten für dieses Heftchen, ein Werbeblock für das neue Projekt, wahrscheinlich auch etwas, um die Nachfrage anzukurbeln. Das kann man machen, aber muss man natürlich sagen, das Land und auch die Kommunen haben aktuell wirklich wichtigere Probleme. Und was ich Ihrer Pressemitteilung zu dieser Aktuellen Stunde entnehmen kann, das waren ja vor allem Allgemeinplätze. Das Bekenntnis zum Pariser Klimaabkommen ist unter demokratischen Parteien zumindest schon lange Konsens. Und das Aktuelle, also der Anlass, soll eben dieses Klimpax-Projekt sein, Klimawandel in der Praxis, ein Instrumentarium, auf das Kommunen zurückgreifen können, wenn sie Beratung vor Starkregenereignissen suchen. Und es werden den Kommunen Karten zur Verfügung gestellt, mit denen sie ihr Überflutungsrisiko analysieren können. Und wenn diese Risikoeinschätzung dann eine vertiefte Analyse erfordert, dann können spezialisierte Ingenieursbüros mit der Ausarbeitung eines Maßnahmenkatalogs beauftragt werden. Ja, so viel, so gut. Das ist jetzt auch nicht so der ganz große Wurf. Und man kann sich schon die Frage stellen, ist es das, was die Kommunen jetzt brauchen, um sich effektiv vor Starkregen und dessen Folgen zu schützen? Also diese Starkregen-Hinweiskarten, Fließfahrtkarten, Starkregen-Gefahrenkarten. Das mag alles ganz nett sein für die Kommunen. Wenn ich aber als Bürgermeister oder als Kommunalpolitiker, und das sind ja viele von uns, feststelle, das Dorf wird zweimal im Jahr geflutet, dann helfen eben nicht die Hochglanzbroschüren wie diese, die übrigens auch nur die ausgedruckte Internetseite ist. Da helfen auch keine Regenkarten. Da helfen nur konkrete Maßnahmen wie Regenauffangbecken, Kanalisationsnetz ausbauen, die Begrünung von Flachdächern, weniger Flächenversiegelung und vieles mehr. Und die Sanierung der Kanalisationsnetze, das wissen die Kommunalpolitiker, das ist natürlich oft unpopulär. Kanalisationen zu sanieren ist oder sogar auszubauen, ist extrem teuer. Und da liegt auch ein Teil des Problems, weil die Kanalisationsnetze sind eben nicht auf die Herausforderungen des Klimawandels vorbereitet. Sie sind überlastet.
wenn große Wassermengen auf einmal kommen und wenn immer mehr Zufluss auf immer schlechter werdende Kanalisation trifft, dann wird es auch zu größeren Problemen kommen. Und was den Kommunen fehlt, wie so oft, das ist einfach auch das Geld. Ja. Und der Mehrwert des Klimtax-Projekts für die Kommunen erscheint mir deswegen relativ begrenzt. Als Freie Demokraten stellen wir uns effektiven und effizienten Klimaschutz vor Ort anders vor. Wir wollen den kommunalen Entscheidungsträgern vertrauen. Sie kennen sich auch mit den örtlichen Gegebenheiten am besten aus. Und es gibt eben nicht die Patentrezepte, wie man Klimaschutz auf der kommunalen Ebene am effizientesten gestaltet. Also die Menschen vor Ort sind auch viel besser in der Lage, Maßnahmen an die speziellen Gegebenheiten anzupassen. Zum Abschluss will ich sagen, die fünf Minuten gehen ja immer viel zu schnell rum. Zum Abschluss will ich noch sagen, an Ihrem Klimpax-Projekt ist natürlich auch nicht alles schlecht. Die Regenkarten sind hilfreich für die Kommunen, wenn sie Maßnahmen planen. Und wenn das am Ende auf Nachfrage trifft bei den Kommunen, dann ist das gut. Aber ob es dafür jetzt einen Werbeblock in einer Aktuellen Stunde kommt, das halte ich doch für wirklich fraglich. Danke. Vielen Dank, Kollege Knell. Jetzt kommt als nächster Redner Kollege Michael Ruhl, CDU-Fraktion. Michael, bitte. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich stelle zunächst einmal fest, mit Ausnahme von der AfD findet zumindest jeder erst einmal die Klimpax-Studie grundsätzlich sinnvoll. Ja, Sie haben gesagt, die eine für die Überschwemmung schon, aber die für das Stadtklima eben nicht. Und gleichzeitig stellen wir auch alle, wieder mit Ausnahme der AfD, fest, dass der Klimawandel aktuell stattfindet. Zunächst wohl erst einmal langsam und unmerklich, mittlerweile aber für die meisten zumindest klar erkennbar. Extremwetterereignisse finden häufiger statt. Und ich möchte mal an das Jahr 2018 erinnern. Wir haben 2018 vor allen Dingen immer deswegen in Erinnerung, weil wir da eine große Dürre hatten. Begonnen hat das Jahr beim Frühjahr mit heftigen Starkregenereignissen und vielen Überschwemmungen in den Städten und Dörfern. Und dann kam eben erst der Dürresommer. Und deswegen ist auch keine Frage, ob und wann sich das Klima wandelt. Es wandelt sich bereits. Und diesem Klimawandel zu begegnen und abzumildern, ist deswegen Aufgabe der ganzen Welt. Und auch wir in Deutschland und Hessen haben unseren Beitrag dazu zu leisten. Klar ist aber auch, alleine werden wir den Klimawandel nicht stoppen können. Wir müssen uns also an das veränderte Klima anpassen. Und neben den Herausforderungen für die Land- und Forstwirtschaft, denen die Dürrejahre extrem zu schaffen gemacht haben, und da hat die Kollegin Feldmayer ja schon einiges dazu gesagt, gilt es eben auch, die Auswirkungen auf unsere Siedlungsstrukturen in den Blick zu nehmen. Dem widmet sich eben das Projekt Klimprax Stadtklima, das Auswirkungen der Hitze auf die Gesundheit der Bevölkerung am Beispiel von Wiesbaden und Mainz untersucht hat und Handlungsempfehlungen zur kommunalen Klimaanpassung vorstellt. Und das Stadtklima weist auch einige Besonderheiten auf, denn es kommt durchaus auf die Bebauung in der Stadt an, wo es auch zu verschiedenen Hitzestaus kommen kann und wo sich Innenstädte dann eben besonders aufheizen kann. Da hat der Herr Grumbach auch etwas dazu gesagt, und ich mache da auch mal ein Beispiel. Ich habe, bevor ich hier in den Landtag gewählt wurde, in Frankfurt gearbeitet, zunächst in Ginnheim, danach in der Innenstadt. Es war ein Unterschied wie Tag und Nacht, weil man in der Innenstadt dann dort durchaus mehr Hitze gemerkt hat. Und es war immer wieder angenehm, wenn man abends zurück in den Vogelsberg fahren konnte, weil dort ist die Hitze durch ein laues Sommerlüftchen dann doch deutlich besser zu ertragen. Dabei zeigt sich, dass die zunehmende Hitze gerade für die ältere Bevölkerung ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellt. Dass die Städte daher ihre Wärmeinseln identifizieren, bei denen Handlungsbedarf besteht, um z.B. über Begrünung oder über Frischstoffschneisen Abhilfe zu schaffen, ist eben auch Teil dieser Studie. Erwähnt werden sollte aber auch, dass die Städte sich Gedanken über ihren Wasserbedarf machen müssen. Und auch die Pressemitteilung des VKU ist ja schon angesprochen worden. Und gerade 2018 zeigte, dass der Wasserbedarf der wachsenden hessischen Städte in Hitzeperioden stark ansteigt, während in den Gewinnungsgebieten, wie z.B. dem Vogelsberg, durch den ausbleibenden Niederschlag über den Sommer kein neues Grundwasser gebildet wurde. Auch hier müssen Kommunen prüfen, ob sie z.B. über ein Zwei-Leitungssystem in Neubaugebieten eigene Wasserquellen für Trink- und Betriebswasser besser nutzen können, um die Abhängigkeit vom Fernwasserbezug zu reduzieren. Gleich,
Gleichzeitig häufen sich Starkregenereignisse, die zu lokalen Überschwemmungen führen können. Auch wenn es schwer ist, genau vorherzusagen, wo solche Extremwetterereignisse stattfinden, so kann man doch, bedingt durch die Topografie oder die Siedlungsstruktur, Häufungen der Schadensgebiete sehen. Auch hier mache ich mal ein konkretes Beispiel. Die Atemschutzstrecke des Vogelsbergkreises befindet sich in der ehemaligen Feuerwache der Stadt Alsfeld. Diese ist nach dem erwähnten Starkregenereignis im Frühjahr 2018 abgesoffen. Die Wiedereinrichtung der Übungsstrecke wurde Gott sei Dank ein Stockwerk höher eingerichtet, denn bereits 2019 ist das Erdgeschoss nach einem erneuten Starkregenereignis erneut vollgelaufen. Aufgabe aller hessischen Kommunen ist es also, zu überprüfen, ob und wo sich nach Extremwetterereignissen Schadensereignisse häufen können und ob sich in diesen Gebieten auch eine kritische Infrastruktur wie z.B. Krankenhäuser befinden, um Schäden und Überschwemmungen nach Möglichkeit zu vermeiden. Noch eins zum Herrn Grumbach. Sie haben ja gesagt, dass solche Maßnahmen in der Vergangenheit nicht stattgefunden hätten. Also, wir müssen doch ab und zu mal in den ländlichen Raum fahren, um mal zu gucken, was da in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten schon passiert ist, auch in Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie, wie Bäche renaturiert wurden, wie Überschwemmungsgebiete geschaffen worden sind. Ich möchte mal das Projekt auf 100 Wille Bäche mal ansprechen. Also, da passiert tatsächlich sehr viel, dass da noch weiter was passieren muss, weil die Extremwetter natürlich zunehmen, steht außer Frage. Aber Sie haben so getan, als sei gar nichts passiert, und das ist definitiv nicht der Fall. Kollege Grumbach, möchte dir eine Frage stellen? Keller trocken bleiben. Die Klimprax-Studie zeigt, vor uns und den Kommunen liegen erhebliche Herausforderungen, um dem stattfindenden Klimawandel zu begegnen. Die Ergebnisse geben wertvolle Hinweise für die künftige Stadtplanung. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Also, Kollege Grumbach, das war jetzt nicht zuzuordnen. Das war so eine Frankfurter Verrenkung. Also, das hätte auch eine Wortmeldung sein können. So, der Staatssekretär Gronz spricht für die Landesregierung. Wir waren jetzt hier eben so klein. Herr Präsident! Meine Damen und Herren Abgeordnete, hätte ich gewusst, dass sich die Rebhühner hier so einer großen Beliebtheit erfreuen als Ornithologe, hätte ich jetzt eigentlich richtig Lust, über Rebhühner zu reden. Aber wir reden über Klimawandel. Wir reden über Klimawandel. Es ist viel Richtiges gesagt worden von wenigen. Ich will noch einiges ergänzen. Natürlich, wenn wir uns über den Schutz und die Bewältigung der Folgen kümmern, heißt das nicht, dass wir in unserer Bemühung, die Klimaerwärmung aufzuhalten, nachlassen. Wir haben immer schon einen klaren Dreiklang, und wir würden uns liebend gerne darauf konzentrieren, die Treibhausgasemissionen zu senken. Aber wir sind in einer Situation, dass der Klimawandel heute nicht mehr Science Fiction ist, sondern real, und wir darauf reagieren müssen. Und das heißt für uns, wir lassen die Bürgerinnen und Bürger, die jetzt schon betroffen sind und deswegen in Not sind, nicht alleine. Das betrifft in erster Linie die Landwirtinnen und Landwirte, die Försterinnen und Förster, denen wir jetzt in den Dürrejahren massiv helfen müssen, weil die heute schon massiv betroffen sind. Und das tun wir massiv mit vielen 100 Millionen, die wir da heute schon aufbringen müssen. Das Zweite ist, dass wir uns natürlich auch vorbereiten müssen auf das, was uns alle erwartet. Wir haben zwar immer die Hoffnung, dass uns das alles nicht ereilt, aber natürlich müssen wir vorbereitet sein. Und die Bürgerinnen und Bürger können sich darauf verlassen, dass diese Landesregierung sich gut vorbereitet. Und Klimprax ist ein gutes Beispiel dafür. Und Frau Knell, wir lassen die Gemeinden noch nicht alleine mit den Fließpfadkarten und den Gefährdungskarten, sondern wir haben hintendran natürlich auch noch ein haufenweise großes Förderinstrumentarium mit 20 Millionen Euro im Jahr, wo wir den Kommunen auch tatsächlich helfen, aus diesen Karten dann die Schutzmaßnahmen abzuleiten und auch Maßnahmen zu investieren, die sie brauchen, um ihre Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Da geht es nämlich ganz konkret darum, da kann schon ein Bordstein den Ausschlag geben, ob ein Starkregen in einer Katastrophe mündet oder einfach nur in der Wiese ausfließt. Und das muss aber die Kommune wissen. Und dazu muss es teure Modelle machen, die wir mit 80%, 70% fördern. Wir haben in den letzten Jahren
und Gernot Grubenbach hat mir die Gelegenheit gegeben, dass ich das jetzt alles aufzählen kann. Wir haben in den letzten Jahren 200 Millionen € ausgegeben dafür. Wir machen die 100 wilden Bäche. Ich bin dankbar, dass Sie angesprochen wurden, die 100 wilden Bäche, um noch mal eine Schippe draufzulegen und schneller zu werden, gerade auch bei der Fließgewässerrenaturierung, damit wir eben auch an der Wurzel anpacken und nicht hinten dran ganz am Ende sind. Und natürlich versuchen wir auch weiterhin, unseren Beitrag zu leisten, um die Klimaerwärmung aufzuhalten. Und wir sind uns bewusst, dass unsere Verantwortung bei dieser Menschheitsaufgabe eine größere ist als viele andere, weil wir über viele Jahre auch wesentlich mehr emittiert haben als andere und was bis heute tun. Und die Landesregierung tut sehr viel. Und wir hinterfragen uns jeden Tag. Sie können sich sicher sein, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jeden Tag neu darüber nachdenken, was können wir uns noch zumuten, wo können wir noch mehr Anstrengungen machen. Und gerade jetzt, in den Zeiten von Corona und die Frage, wie wird die Wirtschaftsordnung danach aussehen, machen wir uns ganz intensive Gedanken. Wie kann man das, was wir jetzt brauchen, an neuem Wirtschaftswachstum verbinden mit Klimaschutz? Da haben die Umweltministerinnen und Umweltminister aller Bundesländer, ganz unabhängig von der Couleur, gerade in der letzten Woche in der Umweltministerkonferenz unter hessischem Vorsitz auch noch einmal beschlossen, wo sie die Leitplanken sehen für die künftige Entwicklung, damit wir eben den Klimawandel wirksam bekämpfen. Aber das entbindet uns eben nicht vor der Verpflichtung, die Bürgerinnen und Bürger wirksam zu schützen. Und das tun wir mit Klimprax, glaube ich, ganz vorbildlich. Da können sich andere Länder noch etwas abschauen. Ich will noch eine letzte Bemerkung gemacht haben, weil mich das heute Morgen schon geärgert hat und ich das gerne richtigstellen möchte. Niemand im Umweltministerium, kein einziger Mitarbeiter, die Ministerin nicht, ich nicht, freut sich darüber, dass im Moment die Treibhausgasemissionen niedrig sind. Niemand von uns. Wir haben alle Angehörige, um die wir uns Sorgen machen. Es liegen Menschen in Krankenhäusern, und da verbietet es sich, sich zu freuen, dass jetzt irgendwie Treibhausgasemissionen gesunken wären. Das ist für mich völlig unverständlich. Sondern wir sind alle in ernster Sorge, und wir wissen alle, dass das hier jetzt gerade ein kurzes Strohfeuer ist, was sicherlich keine Auswirkungen groß auf den Klimawandel haben wird und dass die Aufgabe danach eine umso größere sein wird. Deswegen, wir sind alle nicht erfreut darüber, dass jetzt, wir würden uns liebend gern streiten mit der Lufthansa um den richtigen Weg, wie wir jetzt zu weniger Treibhausgasemissionen kommen. Keiner von uns will, dass diese Flieger da jetzt gerade alle am Boden stehen, weil wir eine Pandemie in der Welt haben. Deswegen noch einmal ganz zum Schluss. Unser Dreiklang bleibt weiter bestehen. Wir werden diejenigen, die jetzt schon betroffen sind und in Not sind, zur Seite stehen. Wir werden, die Bürger können sich darauf verlassen, dass wir sie für die Zukunft schützen. Und unsere ganze Anstrengung gilt, dass wir die Klimaerwärmung aufhalten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Das war die Aktuelle Stunde, Tagesordnungspunkt 58.